Ja, wie so oft im Leben liegt leider nicht alles Gute beisammen. Guten Morgen. Das Hochdruckgebiet über Skandinavien etabliert sich immer mehr und sorgt somit für Sonnenschein, bringt aber auch immer kältere Luft aus dem frostigen Nordosten zu uns. Und so bekommen wir heute meist nur noch Höchstwerte um den Gefrierpunkt herum. An den Küsten und im Westen wird es etwas mehr und Stuttgart bekommt heute noch mal 4 Grad. Dazu halten sich dann ganz im Norden und südlich der Donau noch immer dichte Wolken. Hin und wieder mit ein paar Schneeschauern, aber ansonsten kann die Sonne sich wirklich lange durchsetzen. Verbreitet kommen wieder bis zu 10 Stunden Sonnenschein zusammen. Und das ist wirklich das absolute Maximum der Zeit. Und so starten wir dann in München noch mit Wolken unseren Flug. Die lassen wir aber ganz schnell hinter uns, um dann so richtig Sonne zu tanken. Und bis nach Berlin bleibt es wunderbar sonnig. Ja, morgen bekommt der Süden dann auch endlich mal wieder etwas Sonne ab. Aber dazu wird es ab Sonntag dann nun mit jedem Tag immer kälter, wie hier zum Beispiel in München. Nachts bekommen wir nur noch zweistellige Frostwerte und auch am Tag bleibt es ordentlich frostig. In München schneit es dabei dann am Montag und Dienstag etwas. Der Rest von Deutschland bekommt weiterhin viel Sonne ab, aber es wird überall ziemlich kalt in der nächsten Woche. Frage wie an jedem Freitag und immer wieder aktuell, was machen wir am Wochenende, Maira? Also weißt nicht, was ich wissen möchte, was du machst, aber das Wetter eigentlich. Was das Wetter macht, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Sonne halt eben aber nur kalt. Also warm eingepackt kann man alles machen, was man möchte. Mal einen Spaziergang wagen zumindest. Zum Beispiel, oder auch mehr in der Sonne, was man auch immer treiben kann. Ich will jetzt nicht mehr wissen, aber das Wetter trotzdem, bitte. Mir fallen viele Sachen ein, außer halt Eiskunstlaufen. Und über zu wenig Sonnenschein können wir uns derzeit meist nicht beschweren, auch heute nicht. Zwar sind wieder viele Wolken über Europa unterwegs, aber es gibt auch einen breiten Streifen, der von Portugal über Frankreich bis in den Nordosten Europas reicht, wo sich die Sonne breit machen kann und wir liegen mittendrin, meistens jedenfalls. Nur ganz im Norden und südlich der Donau halten sich meist wieder dichte Wolken. Ich weiß, Sie können es sicher nicht mehr hören. Und es gibt halt eben auch dort wieder ein paar Schneeschauer, aber ansonsten kommen verbreitet bis zu 10 Stunden Sonnenschein zusammen. Ganz im Süden gehen sie teilweise leider wieder leer aus. Ja, und dazu gibt es meistens nur noch Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Nur Stuttgart schafft noch einmal plus 4 Grad. Und in den kommenden Tagen wird es dann immer kälter. Nachts empfindlich frostig, vor allem im Osten. Und im Süden gibt es zweistellige Frostwerte bis ins Flachland. Dazu wird es dann am Sonntag entlang der Ostseeküste und in Mecklenburg-Vorpommern immer wieder Schneeschauer geben, die zum Teil örtlich einige Zentimeter Neuschnee bringen. Straßenglätte und Schneeverwehungen inklusive. Der Winter ist also wirklich noch mal da. Danke, jetzt, wo keiner ihn haben will, oder? Jetzt, wo keiner ihn mehr haben will. Wo wir so eigentlich alle hoffen, dass der Frühling bald kommt. Vielleicht tut er es auch nach der nächsten Woche. Danke fürs Wetter, Maira.